K5 Athletics, offizieller Ausstatter von GFL Internet TV und Radio. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu GFL TV, wo diese Woche alles ein bisschen anders ist, als Sie das gewohnt sind. Zum einen ist Viertelfinalwochenende, ist ja eigentlich das tollste Wochenende überhaupt in der German Football League. Jede Menge hochklassiger Football und die Spiele sehen Sie natürlich alle hier bei GFL TV. Aber ausnahmsweise mal diese Woche nicht alle auf einmal, sondern Schritt für Schritt, häppchenweise. Und wir fangen an mit dem ersten Viertelfinale, bei dem wir zu Gast sind hier in Schwäbisch Hall. Das ist der Blick von der Terrasse des Vereinsheims runter ins Hagenbach-Stadion. Ungefähr 2000 Zuschauer werden erwartet für das Viertelfinalspiel zwischen den Schwäbisch Hall Unicorns und den Kiel Baltic Hurricanes. Es gibt hier eine richtig lange Geschichte zwischen diesen beiden Teams mit Halbfinale vor ein paar Jahren, dann zwei German Bowls gegeneinander. Mal haben die Kieler gewonnen hier in Schwäbisch Hall das Halbfinale. Die zwei German Bowls haben die Schwäbisch Hall Unicorns für sich entschieden. Wer dieses Jahr die Nase vorne hat, schauen wir uns jetzt an. Und legen dabei auch ein besonderes Augenmerk auf den Kieler Quarterback Nicola Mason, der zuletzt nicht so richtig gut drauf war. Seit er von seiner Verletzungspause zurückgekommen ist, läuft es bei Kiels Quarterback Nicola Mason nicht mehr so richtig. Und beim Viertelfinale in Schwäbisch Hall kam noch ein Problem dazu, nämlich sein bester Receiver Garrett Andrews mit Bänderverletzung im Knie an der Seitenlinie in einem eventuellen German Bowl. Für die Kieler könnte er vielleicht wieder mitmachen, aber da muss man erstmal hinkommen. Und dafür war ein Sieg vonnöten, und zwar auswärts bei den Schwäbisch Hall Unicorns. Kiel erster Drive, 3 and out, und hier kommen die Unicorns in den grünen Trikots. Das hier waren 3. und 12. Pass von Ehrenfried auf Chasuli bringt nur 11 Yards, also Punt von Felix Brenner. Und da ist Timothy Breaker und der kann den Ball nicht kontrollieren für die Kiel Baltic Hurricanes und die Unicorns holen sich das Leder zurück. Eine Einladung also für die Gastgeber, nachdem die Defense der Kieler die Unicorns gestoppt hatte. Und ja, dann lässt man sich nicht zweimal einladen. Ehrenfried zu Will Powell an die 1-Yard-Linie. Erster Versuch und Goal. Und von da aus erledigt der Top-Running-Back der Schwäbisch Hall Unicorns den Rest. Marcus Sims mit dem Touchdown. Die ersten Punkte im Spiel 7:0. Dann schauen wir auf die Kieler mit ihrem super Running Back Jermaine Allen. Ganz viel Kraft und aber auch den entsprechenden Speed. Rocky Giasulli gerade noch so mit dem Tackle, der vermutlich einen Touchdown verhindert. Aber 28 Yards Raumgewinn waren das. Anschließend 3. Versuch. LeMason schaut und wirft dann auf Miguel Boak und der Ball geht durch seine Hände, ist erst danach im Ausgefangen. Also nur ein Field Goal Versuch. Für die Kiel Baltic Hurricanes durch Julian Dorndorf. Entfernung 34 Yards. Der Kick ist gut. Nur noch 7:3. Immerhin also die ersten Punkte für die Gäste. Aber hier kommen die Unicorns mit Marcus Sims durch die Mitte. 20 Yards. Schleppt dann noch ein paar Verteidiger mit sich. So wie man ihn eben kennengelernt hat in dieser Saison. Dann Marco Ehrenfried findet erneut Marcus Sims und dann ist er eigentlich schon getackelt und bricht den Tackle und ist auf und davon. Marcus Sims, da wird der Ball noch freigeschlagen, aber erst nachdem er in der Endzone war. 58 Yards, Touchdown, 14:3. Schauen wir auf die Kieler Offense. LeMason mit einem langen Pass, der ist deutlich unterworfen. Rocky Giasulli geht zum Ball. Julian Dorndorf hätte gerne Pass Interference gehabt, aber Giasulli schaut sich zum Ball um und schlägt ihn weg. Es lief nicht so richtig bei der Mannschaft von Patrick Ezume. Und hier kommen die Unicorns und das ist Marco Ehrenfried zusammen mit Felix Brenner. 9 Yards, neuer erster Versuch. Damit gehen wir rein ins zweite Viertel und die Unicorns dann schon an der gegnerischen 18-Yard-Linie. Ehrenfried schaut erst nach rechts und dann improvisiert ein bisschen und da ist Ari Adegbesan. Touchdown für die Unicorns. Klasse Diving Catch von Adegbesan. 21:3. Für die Kieler anschließend 3. und 7. Da ist LeMason, der sich ein bisschen Sicherheit holte mit eigenen Läufen. Der hier war immerhin gut für 15 Yards und für ein neues First Down. Und dann haben sie ja noch Jermaine Allen. Extrem zuverlässig. Macht so ziemlich alles, was ein Running Back können muss, sehr gut. Bringt den Ball hier an die 2-Yard-Linie. Und den Rest erledigt er anschließend auch noch selbst. Der erste Touchdown für Kiel. Sie verkürzen auf 10:21.
Gute Nachricht also für die Gäste, aber die schlechte kommt im nächsten Offensivspielzug der Schwäbischer Unicorns. Und die heißt Marcus Sims und gerade so eben noch gestoppt. Drew Thomas mit dem Touchdown-Saving-Tackle, aber 56 Yards Raumgewinn. Sims anschließend, dann allerdings mit Problemen beim Handoff. Das ist kein Raumgewinn und deswegen gibt es auch für die Unicorns in diesem Fall nur einen Field-Goal-Versuch. Felix Brenner, nachdem sich Thomas Rauch verletzt verabschiedet hatte, war ihr nun der Kicker. 29 Yards Entfernung. Kick gut, 24-10. Zeit für die Kieler, etwas zu produzieren. Da ist wieder LeMason mit einem Lauf für 8 Yards Raumgewinn. Anschließend dann LeMason auf Josh Hardigan. Der war wegen der Receiver-Probleme bei den Baltic Hurricanes umgeschult worden. Spielt ja eigentlich Defensive End, machte aber ein gutes Spiel. Hier 19 Yards. Dann allerdings LeMason, rechte Seitenlinie. Und auf den Ball wartet Rocky Jasuli. Schwerer Fehler vom Quarterback, denn das war deutlich zu erkennen, dass der Verteidiger genau da steht, wo der Ball hinkommt. Und dann Ehrenfried anschließend. Direkt wieder auf Rocky Jasuli, diesmal aber in der Offense. Der Mann war einfach überall. 29 Yards Raumgewinn, Rocky Jasuli. Einer der überragenden Unicorns an diesem Tag. Und dann Ehrenfried vor der Endzone, wieder Adegbesan, der nächste Touchdown für ihn. Der Doppelpack und das war ein richtig guter Catch von Ari Adegbesan. Und damit 31-10. Und wir sind ja immer noch nicht in der Halbzeitpause. Die Kieler wollten noch was produzieren. Letzter Drive der ersten Hälfte. LeMason auf Hardigan. 14 Yards. Anschließend dann LeMason. Das schaut nach dem gleichen Spielzug aus. Bringt diesmal sogar 29 Yards. Nicht ganz den Touchdown. Denn Hardigan wird gestoppt. Kurz vor der Endzone. Und dann schaut LeMason zu Harry Innes. Und dann jubeln die Kieler. Aber die Schiedsrichter sagen, der war im Aus. Und das war schwer zu sehen, aber wir gucken noch zweimal drauf. Sehen, er landet mit dem Rücken auf der Linie und teilweise eben auch im Aus. Und vor allen Dingen, die Füße waren vorher nicht im Feld. Wir können es nicht hundertprozentig auflösen, aber die Entscheidung der Schiedsrichter war wohl richtig. Dann war Halbzeit und die Frage, wer kommt denn nun in der zweiten Hälfte raus? LeMason oder sein Backup Kyle Israel? LeMason hatte nicht überzeugt im ersten Durchgang, aber zunächst mal die Schwäbischer Unicorns im Ballbesitz in der zweiten Hälfte. Und das ist keine gute Nachricht für die Kieler, die die Unicorns nur beim ersten Drive vorübergehend gestoppt hatten. Hier Ehrenfried auf Felix Brenner für 30 Yards und dann schon 2 Yards vor der Endzone. Ehrenfried und Jasuli, der Mann, der alles kann, macht hier den Touchdown 37-10. Zu diesem Zeitpunkt war klar, Kiel braucht hier ein historisches Comeback. Sie versuchen es mit LeMason, sein erster Passversuch, zweite Hälfte. Und da ist ja klar, Rocky Jasuli, der überragende Mann der Partie, mit der Interception. Und das war dann das Ende für LeMason in dieser Partie. Er musste anschließend raus, aber zunächst mal wieder die Unicorns Offense. Und hier ist Marcus Sims, 19 Yards vor der Endzone, macht er den Touchdown zum 43-10. Und da war dann natürlich alles klar und Kyle Israel kam jetzt, aber das Spiel war schon verloren. Israel versucht es hier gleich mal mit dem langen Pass auf Julian Dorndorf. Der ist nicht schlecht, aber Dorndorf ganz knapp mit dem Fuß im Aus. Also unvollständig. Anschließend 4. und 1 für Kiel. Da bekommt Jermaine Allen den Ball und das reicht nicht, weil die Laufverteidigung der Unicorns zur Stelle ist. Turnover on Downs also. Schwäbisch Hall musste anschließend selber allerdings auch punten. Jetzt 4. und 12 für Kiel. Und da haben wir Kyle Israel. Und der muss es dann riskieren beim 4. Versuch. Und da ist Cody Pastorino und geht dazwischen und macht die Interception für Schwäbisch Hall. Und die Unicorns setzen dann noch einen drauf. Ende des 3. Quarters. Hier kommt Marcus Sims mit dem Touchdownlauf 50-10, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und das im 3. Quarter, im 4. Quarter machen wir nur noch ein bisschen Buchhaltung, denn die Partie war natürlich entschieden. Die Kieler punkteten noch zweimal. Israel auf Timo Zorn zum 50-18. Und eine Minute vor Schluss dann Israel auf Julian Dorndorf zum 50-24. Trotzdem eine herbe Klatsche für die Kiel Baltic Hurricanes, die zum 3. Mal hintereinander gegen die Schwäbischer Unicorns verlieren. Ja, und die Haller gewinnen diese Partie auch in der Höhe verdient und ziehen damit ein ins Halbfinale der German Football League.
Siegfried Gerke, ich vermute mal, der Head Coach der Schwäbisch Hall Unicorns hat heute Morgen beim Frühstück seiner Familie nicht erzählt, Anfang des vierten Quarters liegen wir mit 40 Punkten vorne. Nein, hat er nicht getan. Der war sogar sehr nervös eigentlich die ganze Woche. Und zwar, weil wir letztes Jahr im Viertelfinale gescheitert sind, auch mit hohen Erwartungen reingegangen sind. Und ich muss sagen, da hat mir, ist mir ganz schön die Düse gegangen, diese Woche und auch heute noch beim Spiel. Aber glücklicherweise hat die Mannschaft mich dann schnell beruhigen können. Oder, na, nicht unbedingt schnell, aber kontinuierlich. Woran hat es denn gelegen aus Sicht der Unicorns, dass das heute so relativ ungefährdet war? Na, ich denke, so wie wir gerade mit den verschiedenen Units zusammenspielen, die Offense macht ihre Punkte heute auch wieder relativ früh und setzt den Gegner damit unter Druck. Die Defense kann dann Kapital draus schlagen, dass der Gegner eben ein bisschen mehr riskieren muss vielleicht, als er eigentlich will. Und dieses Wechselspiel macht dann aus, dass wir ganz gut weggekommen sind heute. Kann man sagen, dass bei den Unicorns in dieser Saison wirklich die Leistungskurve vom ersten Spieltag bis jetzt in die Playoffs kontinuierlich gestiegen ist? Ja, es gab bestimmt mal ein kleines Auf und Ab zwischendurch, aber wenn man das große Bild sieht, mit Sicherheit. Also es war, denke ich, heute ein sehr gutes Spiel. Kiel ist ja jetzt kein Niemand, ja, und wir haben sie eigentlich doch, denke ich, ganz gut im Griff gehabt. Und von daher, denke ich, die Einschätzung trifft zu. Ist egal, wer da nächste Woche kommt? So habe ich zumindest gerade gesagt. Ja. Wir müssen ja bis morgen warten. Ich bin auch überzeugt, wenn wir die Leistung von heute nochmal abrufen können, ja, dann würden wir mit jeglichem Gegner, der kommt, könnten wir fertig werden. Ja. Okay, vielen Dank. Okay. Patrick Esume, was ist hier heute passiert mit den Kiel Baltic Hurricanes? Wir haben scheiße gespielt und damit haben wir auch verdient verloren. Gibt es so direkt nach dem Spiel erste Erklärung? Wenn man 50 Punkte zulässt, dann kann man nicht gewinnen. Das ist, glaube ich, die erste Erkenntnis. Die zweite Erkenntnis, dass wir in der ersten Halbzeit unterirdisch waren. Es fängt mit dem gemufften Punt an. Dann haben wir irgendwie einen Double Move für einen Touchdown, den wir nicht treffen. Ein Wheel für einen Touchdown, den wir nicht treffen, sondern unterwerfen, der intercepted wird und zurückgetragen wird. Das sind dann irgendwie auf einmal 21 Punkte, die sich so zusammensummieren. Und dann hängst du einfach hinterher. Und wir waren ja zur Halbzeitstand 31 zu 10 oder so. Und dann läufst du so im Spiel hinterher. Ich habe ja dann auch den Quarterback gewechselt, es war zu spät einfach. Wann war denn der Gedanke das erste Mal da? Schon im zweiten Quarter. Und warum habt ihr euch da dann noch dagegen entschieden? Ja, nun gut, ich meine, ich sag mal so, Quarterback-Play ist ja mehr als nur der Quarterback. Da ist, wie ist die Protection, laufen die Receiver die richtigen Routen. Aber ich bin dann zum Entschluss gekommen, dass der Quarterback-Wechsel das Beste für uns war. Es war auch die richtige Entscheidung. Insgesamt, wir haben jetzt über die Probleme der Kieler geredet. Wie groß war denn der Anteil von Schwäbisch Hall? Wie gut waren die heute? Schwäbisch Hall war gut, da gibt es gar nichts zu rütteln. Also Siege hat ein exzellentes Team, sehr gute Coach, exzellente Spieler. Sind McRae, Langbartels und Brenner sind gute Linebacker, die haben gute Imports. Und was Schwäbisch Hall hat und was sie so gut macht, ist die Kontinuität. Also sie sind dieselben Spieler, du siehst jahrelang dieselben Spieler hier und das ist ein Problem, was wir haben, weil wir haben so einen großen Turnaround jedes Jahr, dass man fast immer wieder bei Null anfängt und das ist die große Stärke von Schwäbisch Hall, die sind gewachsen so, und das sind wir nicht. Gibt es eine Chance, da hinzukommen bald für die Kiel Baltic Hurricanes? Ja, das muss das Ziel sein, für jedes Footballprogramm ein gewachsenes Team zu haben, aus der Jugend, mit Spielern, Importspielern, die da sind über Jahre, damit man überhaupt auch eine Chemie bilden kann innerhalb des Teams, unabhängig vom Football. Das brauchst du einfach. Also die Chemie in unserem Team, wir haben, ich habe gerade meinen Jungs gesagt, das war das beste Jahr, was die Interaktion zwischen Spieler, Coaches betrifft. So, aber es war natürlich sportlich nicht das beste Jahr. Aber wenn wir das Team über die nächsten Jahre mal zusammenhalten, dann bin ich ganz zuversichtlich. Was ist denn jetzt nach dem Aus der nächste Schritt in der Arbeit für den Coach? Der nächste Schritt ist erstmal dieses Spiel zu analysieren und genau zu gucken, wo die Fehler in diesem Spiel lagen. Und dann werde ich sicherlich erstmal 2 Tage schlafen. Und dann werde ich mich mal nach und nach mit allen Spielern treffen. Wir haben nächste, also nicht jetzt morgen, sondern den Montag da drauf, ein Team-Meeting. Und dann werden wir bis dahin schon mal, sag ich mal, den Fahrplan für die Offseason haben, den da vorstellen und dann sozusagen so die Saison ausklingen lassen. Okay, dann
Ari Adegbesan. Ja. Jetzt mal gleich die Frage, war das eigentlich jetzt korrekt ausgesprochen? Ja, war korrekt. Also Ari Adegbesan heißt normalerweise, viele sprechen es auch Adegbesan, aber so wie es du gerade aussprochen hast, war es okay. Ja, ich übe auch schon seit ein paar Jahren, insofern ist es in Ordnung. Das war heute ein sehr klarer Sieg gegen die Kiel Baltic Hurricanes. Wie selbstbewusst wart ihr denn, als ihr in dieses Spiel reingegangen seid? Weil wir wundern uns alle, dass es so deutlich geworden ist. Ich muss ehrlich sagen, ich wundere mich auch über das Ergebnis, weil wie man die zwei German Bowls gesehen hat, wo wir gegen Kiel gespielt haben, es war einfach sehr, sehr knapp und damit jetzt so ein deutliches Ergebnis, 50-24, hätte ich mir selber nie im Leben erträumt, aber bin einfach auf mein Team stolz, dass wir konsequent gearbeitet haben, das, was wir im Training gelernt haben, umgesetzt haben und einfach jeder zusammengehalten hat. Ja, ihr spielt ja mit einem deutschen Quarterback, mit Marco Ehrenfried, der seine erste Saison, nachdem er zwei Jahre weg war, in Mannheim bei euch spielt. Wie hat sich denn so das Verhältnis zwischen Receivern und Quarterback entwickelt? Also ich muss ehrlich sagen, das Klima ist bei uns perfekt. Und dadurch, dass ich mit Marco schon 5 Jahre in der Jugend zusammengespielt habe, ist einfach noch so eine kleine Verbindung zwischen da. Und wenn man einfach im Training immer zusammen arbeitet und zusammen spielt und vor allem die kleinen Breaks rauskriegt, dann hat man einfach am Ende so ein Ergebnis, wenn einfach alle miteinander harmonieren. Was ist drin dieses Jahr für die Unicorns? Was ist drin? Ich hoffe mal, also unser Ziel ist einfach Step by Step, einfach jedes Spiel, das jetzt kommt, nacheinander zu gewinnen und mal gucken, wie weit wir kommen. Und wenn ihr jedes Spiel gewinnt, dann kann es ja nicht schlecht enden. Ja, dann kann es nicht schlecht enden, was ich natürlich hoffe. Julian Dorndorf, ehrlich gesagt, wir waren ein bisschen überrascht und geschockt, wie deutlich die Niederlage für die Kiel Baltic Hurricanes heute ausgefallen ist. Ich vermute mal, an der Seitenlinie war das ähnlich. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, jetzt kurz danach die richtigen Worte dafür zu finden. Fällt mir relativ schwer. Ich habe, glaube ich, noch nie so in meiner ganzen Football-Karriere verloren. Kompliment an die Unicorns. Klasse Spiel gemacht. Wir hatten meiner Meinung nach nie wirklich einen Hauch einer Chance. Gleich 14-0, glaube ich, auf 14-3 zurückgelegen und nie wirklich mehr rangekommen. Die haben immer wieder einen draufgehört, einen draufgepackt. Riesenkompliment. Hätte ich von vornherein nicht so erwartet, hätte uns vielleicht ein bisschen stärker eingeschätzt. Aber so ist Football und dann geht's weiter. Aus Sicht der Hurricanes lief es ja in den letzten Wochen auch schon, sagen wir mal, eher durchwachsen. War das jetzt so die konsequente Weiterentwicklung eines Negativtrends? Glaube ich nicht, nein. Also von Training zu Training haben wir uns zu dem Spiel wieder gesteigert. Köln war gleich so ein kleiner Bruch drin, aber dann ging es wieder im Training bergauf. Jeder hat irgendwie alles gegeben und man hat auch gemerkt, die Jungs wollten nicht verlieren, haben alles dafür getan. Also ein Bruch oder vielleicht ein Negativ-Tiefweg, den wir eingeschlagen haben, auf keinen Fall, nein. Es gibt jetzt also auch nicht, ich weiß, es ist früh, direkt nach dem Ausscheiden, aber es gibt jetzt auch nicht, wenn man so auf die Saison zurückblickt, so einen Grund dafür, wo man dann sagt, okay, wir sind in der regulären Saison haben wir vergleichsweise schlecht abgeschnitten, wenn man es mit den letzten Jahren vergleicht und die Playoffs waren ja jetzt auch nicht gut, dass man da sagt, dieses Jahr hat es vielleicht im Team nicht gestimmt untereinander. Doch, im Team die Chemie wunderbar, alle zusammengepasst, Importspieler haben wunderbar reingepasst. Ich glaube, es lag daran, es ist immer eine schlechte Entschuldigung. Ich war auch mal jung, jetzt mittlerweile, ich bin vielleicht auch noch jung, aber ich habe es auch geschafft, auf dem Niveau mitzuspielen. Wir haben viele junge Leute bei uns im Team, die vielleicht nicht die Erfahrung haben. Kaltschnäuzigkeit fehlt einfach in vielen Situationen, wo man eigentlich erwartet, okay, jetzt müsste es nochmal kommen. War die letzten Jahre da mit erfahrenen Spielern bei uns im Kader, dieses Jahr nicht, lernt man draus und geht weiter. Es wäre dann eine natürliche Entwicklung und dann kam er sicher auch noch dazu, dass Kiel in dieser Saison extrem viele Probleme mit Verletzungen hatte. Wie groß war das Problem denn? Riesengroß. Ich glaube, der größte Faktor bei uns, der zum Tragen kam, war erstmal Nick LeMason, als er sich verletzt hat, aus dem Rhythmus gekommen und dann Nick Wieland kurz vor der Europameisterschaft. Das war so, was der O-Line bei uns den Punkt gegeben hat. Den kann man nicht einfach so ersetzen. Das ist unmöglich. Meiner Meinung nach in Europa der beste Offensive-Spieler, der überhaupt rumläuft. Und zu ersetzen, den Mann auch komplett so von seiner Persönlichkeit in der Mannschaft, den Stellen wert. Kann man machen, was man will, besteht keine Chance. Und wie geht's jetzt weiter? Wird man sehen. Der Winter ist lang. Tja, das war also das erste Viertelfinale der German Football League im Jahr 2014. Die Kiel Baltic Hurricanes verlieren hier mit 24-50 bei den Schwäbisch Hall Unicorns. Ein Ergebnis, das sicher den ein oder anderen sprachlos gemacht hat. Wir machen dann in den nächsten Tagen weiter mit den anderen Viertelfinals der GFL. Bleiben Sie uns treu.